Guten Morgen, der Check-in ist bereits vorbei und wir besuchen heute den ÖHV-Kongress in Graz. Wir, die Tourismusschule Bad Leonfelden und Betzauer Wirtschaftsschule, machen uns heute auf die Suche nach der perfekten Gewinnung der Mitarbeiter. Los geht's! Was glaubt ihr, was muss ein Betrieb tun, um die perfekte Mitarbeitergewinnung zu erzielen? Also ich glaube, am Anfang ist es besonders wichtig, dass man einen strukturierten Ablauf schon einmal vorab abrufen kann, vielleicht online, eine Stellenbeschreibung vielleicht schon einmal zur Verfügung gestellt bekommt, dass man sich schon einmal quasi darauf einstellen kann, was auf mich zukommt in meinem Job. Was macht denn die ÖHV für die Mitarbeitenden, für den Nachwuchs? Ja, wir bauen die Schulkooperationen sehr stark aus, deswegen haben wir auch die Tourismusschulen hier heute eingeladen. Und wir haben eine Jobbörse gegründet, die heißt Young Talents. Und dort finden junge Arbeitnehmerinnen Jobs in der Hotellerie, in unseren Mitgliedsbetrieben, in allen Bereichen, Service, Küche, aber auch Kinderbetreuung, Aushilfsjobs und Ferialjobs. Wie wichtig sind denn Weiterbildungen für die Mitarbeitergewinnung? Wir bieten verschiedene Seminare an, aber auch Lehrgänge und mehr modulige Akademien. Wir haben gehört, Sie haben ein durchsetzungsfähiges Employer-Branding-Programm. Wie funktioniert denn das? Und was sagen die Mitarbeiter dazu? Also es ist spürbar für jeden Einzelnen, der bei uns arbeitet, dass das Thema Wertschätzung, das Thema Anerkennung, aber genauso das Thema Fortbildung, das Thema Benefits bei uns sehr strukturiert funktioniert. Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste, Mitarbeiter zu finden? Dass man wirklich genau sagt, was man will, was man braucht und was man auch anbietet. Also ich glaube, ganz klare Worte und das Ganze irgendwie originell, weil man sollte sich ja auch als Arbeitgebermarke tatsächlich positionieren. Bereits sind wir am Ende angelangt. Wir durften spannende und lehrreiche Vorträge besuchen und werden uns somit verabschieden. Danke, das war's!